Ich freue mich, dich heute wieder zu einer weiteren Yogastunde mit mir hier begrüßen zu dürfen. Heute zum Thema Skelettsystem, Wirbelsäulengelenke und im Speziellen Seitbeugen. Wie immer, nimm eine bequeme Position ein und schließe für einen Moment die Augen, um im Hier und Jetzt anzukommen. Atme ruhig ein und aus und fokussiere deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Nimm wahr, wie die Atmung durch deinen Körper fließt. Nimm wahr, wie der Atem von oben über die Nase einfließt bis in die Lunge. Und wie der alte, verbrauchte Atem die Lunge wieder verlässt. Spüre, wie mit jeder Einatmung du ein bisschen tiefer einatmest. Und atme etwas langsamer aus, als du eingeatmet hast. Dein Atem wird langsamer und bewusster, mit jeder Einatmung noch ein Stück tiefer. Kannst du nun einen Unterschied in der Länge deiner Atmung feststellen? Spüre, wie dein Körper mit der Einatmung sich weitet. Können deine Schultern sein, dein Rippenbogen oder vielleicht wölbt sich auch dein Bauch. Nimm einfach wahr, ohne es zu bewerten. Wenn du magst, kannst du bewusst zum Mahat Yoga Pranayama übergehen, zu der großen yogischen Atmung, indem du zunächst tief in den Bauch, anschließend in die Brust und bis oben bis in die Schlüsselbeine einatmest. Halte ein Kumbhaka, eine Atempause und atme dann bewusst etwas langsamer aus, als du eingeatmet hast. Spüre, wie dein Atem immer tiefer und immer langsamer wird. Stell dir vor, dass dein Atem wie eine Welle des Meeres ist. Schnell kommt die Welle mit der Einatmung und langsam mit der Ausatmung verlässt die Welle wieder den Sand und geht über in den großen Ozean. Konzentriere dich auf die Atmung, freue dich auf eine Stunde Yoga für dich und mit dir. Und wenn du magst, kannst du langsam die Augen öffnen und ohne einen Punkt zu fixieren, lass einfach das Licht einströmen und komm im Hier und Jetzt an. Gib dir ein inneres Lächeln und beginne nun mit der ersten Aufwärmübung. Kreise den Kopf von rechts nach links, über die Körpermitte, vorne, Kinn zur Brust, ausatmend sinken lassen und einatmend den Kopf zur anderen Seite kreisen. Lasse nun deinen Kopf nach rechts und links kippen, von Schulter zu Schulter. Die
Schultern sind dabei entspannt. Und im Rhythmus deiner Atmung kippst du nur den Kopf nach rechts und nach links. Einatmend hebe nun deinen rechten Arm, bringe ihn über die Seite nach links und mache eine kleine Seitbeuge. Lass den Kopf dabei nicht hängen, sondern halte ihn als Verlängerung der Wirbelsäule. Wechsle mit der nächsten Atmung die Seite. Einatmend, ein Arm nach oben, ausatmend kurz halten. Und einatmend wieder die Seite wechseln. Bringe mit der nächsten Einatmung beide Arme nach oben. Halte für einen Moment auf einer Seite ein Kumbhaka, eine Atempause. Lass die Arme seitlich mit der Ausatmung wieder in Richtung Matte sinken. Wiederhole dies zur anderen Seite. Halte dort ebenfalls kurz eine Atempause. Und lasse mit der Ausatmung wieder die Arme seitlich neben den Körper sinken. Beginne nun mit einer Rotation im Sitzen. Das heißt, einatmend drehst du deinen Oberkörper, nimmst die Arme mit seitlich bzw. nach hinten auf die Matte und drehst mit der nächsten Ausatmung zur anderen Seite. Einatmen zur einen, ausatmen zur anderen. Lasse die Arme seitlich neben den Körper sinken und wiederhole nun das, was wir zuvor wiederholt haben. Mit der Einatmung hebst du deinen rechten Arm und beugst deinen Oberkörper zur linken Seite. Wiederhole dies wieder im Wechsel von links nach rechts. Gehe, wenn du magst, noch ein bisschen weiter in die Seitbeuge hinein. Kommen wir nun zu den bekannten Hüftlockerungsübungen. Setze dich dazu bequem auf, lege einen Fuß in deinen Schambereich, nimm den anderen mit der rechten Hand, fasse den Fuß und bringe ihn dann über die Seite nach hinten. Anschließend lege deinen Fuß wieder vorne ab. Verweile einen Augenblick und wiederhole die Bewegungsaktion im eigenen Atemrhythmus. Achte bei dieser Bewegung darauf, dass dein Ellbogen immer außen ist und dein Knie innen, das heißt zwischen deinem Körper und deinem Ellbogen ist. Wiederhole die Übung dann zur anderen Seite. Hebe nun auch deinen anderen Fuß in Richtung Brust
Verweile hier einen Augenblick. Löse die Übung auf und lockere deine Beine, indem du deine Fußsohlen zueinander legst und mit den Knien auf und runter wippst. Gehen wir nun zu Mukha Bhastrika, der Blasebalgatmung, über. Wenn dein Oberkörper nun auf der Matte liegt, lässt du viel Blut in deinen Kopf strömen und denkst dir den Gedanken: Mein Herz vergibt und lässt los. Es ist gut, mich selbst zu lieben. Mein Herz vergibt und lässt los. Es ist gut, mich selbst zu lieben. Mein Herz vergibt und lässt los. Es ist gut, mich selbst zu lieben. Mit der nächsten Einatmung richte nun deinen Oberkörper wieder auf und setze dich zurück in den Schneidersitz bzw. Fersensitz auf. Wollen wir uns nun auf dritte Asana vorbereiten. Lege dich dazu auf eine Seite. Am besten beginnst du auf der linken Seite liegen, so dass deine rechte Seite zuerst energetisch aufgeladen werden kann. Lege deinen Kopf auf deinen Oberarm ab und einatmend hebe nun ein Bein nach oben und ausatmend lege es wieder zurück ab. Wiederhole dies im eigenen Atemrhythmus. Und hebe dann deinen Kopf einatmend kurz an und lege den Kopf dann wieder zurück auf den Oberarm ab. Wiederhole dies ebenfalls 3 bis 4 Mal. Wenn du kannst, hol nun ein Bein nach oben. Du kannst es zuerst beugen, fasse anschließend deinen Fuß und strecke soweit möglich dein Bein aus. Dies ist nun Ekapada Urdhvadrida Asana. Du kannst es als Kriya ausführen, indem du dein Bein beugst, den Fuß kurz auf das liegende Knie abstellst und anschließend dein Bein wieder fasst und erneut ausstreckst. So mobilisierst du deine Hüftgelenke und kommst langsam in die doch recht anstrengende Übung. Solltest du fit genug sein, kannst du selbstverständlich dein Bein gestreckt nach oben halten und für einen Augenblick in der Übung verweilen. Schließe die Übung ab, indem du mit der Einatmung ein Bein hebst, mit der Ausatmung wieder ablegst. So wie zu Beginn dieser Übung. Wiederhole das Gleiche mit dem Kopf. Hebe einatmend deinen Kopf leicht an und ausatmend lege deinen Kopf wieder ab. Entspanne nun einen Augenblick in der Rückenlage. Spüre nach, was die Übung bewirkt hat, vergleiche nochmal deine beiden Seiten. Anschließend wechsle die Seite, indem du dich einfach auf die andere Seite drehst.
Wiederhole die Vorbereitung nun auf der linken Seite. Einatmend hebst du nun dein linkes Bein nach oben. Ausatmend legst du es wieder ab. Wiederhole 2 bis 3 Mal. Gehe dann zu der Hebung deines Kopfes über. Wiederhole dies ebenfalls 1 bis 2 Mal. Fühlst du dich mobil? Dann fasse nun mit dem Arm deinen linken Fuß und strecke jetzt auch dein linkes Bein nach oben, so weit wie angenehm. Solltest du noch nicht mobil genug sein, dann führe es als Kriya aus, ohne dein Bein durchzustrecken. Fühlt sich die Übung angenehm an? Fasse dein Bein bzw. deinen Fuß, streck dein Bein nach oben und halte es gestreckt für einige Atemzüge lang. Löse auch diese Übung wieder auf, indem du dein Bein wieder auf das andere ablegst, nun mit der Ein- und Ausatmung mit der Hebung des Kopfes beginnst. Und hebe dann dein Bein nach oben und senke es mit der Ausatmung wieder. Spüre nun in der Rückenlage, wie sich deine beiden Seiten anfühlen. Ist eine Seite energetischer aufgeladen als die andere? Wie fühlt es sich an? Und wechsle dann erneut die Seite. Gehen wir nun zu der halben Vashishta-Position über. Dazu stützt du dich nun auf deinen Arm ab. Achte darauf, dass wenn du das Becken hochhebst, dass du nicht durchhängst. Ebenso sollte deine Schulter nicht durchhängen. Halte also zwischen Schulter und Kopf ungefähr eine Faustbreite. Hebe jetzt nun deinen anderen Arm nach oben zur Decke zeigend und richte deinen Blick ebenfalls nach oben und genieße für einen Moment diese Position. Löse Vashishta Asana langsam auf, setze zuerst das Becken ab, beuge dann den Arm und lege dich kurz auf die Seite zum Nachspüren. Wiederhole Vashishta Asana ein weiteres Mal. Beende die Wiederholung in der Rückenlage. Spüre wieder einen Augenblick nach. Lass deinen Atem ruhig und bewusst durch deinen Körper fließen. Wenn du soweit bist, wechsle wieder die Seite. Stütze dich dabei wieder auf deinen rechten Arm ab,
Halte dabei deine Körpermitte stark und gespannt, ohne zu überspannen. Hebe einatmend dein Becken von der Matte und streck deinen linken Arm nach oben in Richtung Decke. Lass den Blick der Hand folgen. Halte einige Atemzüge. Genieße dieses Asana. Und löse es dann bewusst und langsam auf und lege dich auf die Seite. Wiederhole Artha Vashishta Asana ein weiteres Mal. Zum Nachspüren kannst du dich nun in die Rückenlage begeben oder wenn du magst, in den Schneidersitz setzen und im Sitz nochmal kurz hineinspüren, wie sich deine beiden Körperseiten nun anfühlen. Beende die Nachspürphase und komme nun über die Hocke in den Stand. Tadasana, die Baumposition, ist wohl das wichtigste Asana im Yoga und nicht weniger anspruchsvoll als viele weitere. Stelle dich in einen stabilen Stand, indem du deine Füße schließt. Spüre hinein, ob dein Körper ausbalanciert und ausgerichtet ist. Wippe dabei leicht und vorsichtig vor und zurück, rechts und links und zentriere dich in deiner Mitte. Einatmend hebe nun deinen rechten Arm über den Kopf nach oben und beuge deine Wirbelsäule zur Seite. Ausatmend lass den Arm wieder sinken. Und wiederhole mit der Einatmung mit dem linken Arm. Diese Übung wird Eka Hasta Kona Kriya genannt. Einarmhebung. Lass bei dieser Übung deinen Kopf nicht hängen, sondern betrachte ihn auch hier wieder als Verlängerung der Wirbelsäule. Wiederhole ein weiteres Mal. Lass den Arm sinken und mit der nächsten Einatmung heb nun beide Arme über den Kopf. Atme ein und gehe in die Seitbeuge. Ausatmend komm wieder zur Mitte zurück. Einatmend wiederhole zur anderen Seite und ausatmend komm mit beiden Armen wieder zur Mitte. Wiederhole dies wieder im eigenen Atemrhythmus. Beende Vihasta Kona Kriya und bereite dich nun auf den zentralen Teil dieser Yogastunde vor, auf Variationen von Trikona Asana. Für Parshvakonasana stelle dich nun mit gut gespreizten Füßen auf. Du solltest auf jeden Fall stabil stehen. Drehe nun deinen rechten Fuß ungefähr im 90-Grad-Winkel nach rechts. Den linken Fuß drehst du nun um 40 bis 45 Grad ein. Einatmend hebst du beide Arme auf Schulterhöhe.
Ausatmend beuge nun dein rechtes Knie, deine rechte Hand. Fass nun entweder dein Fußgelenk oder wird seitlich neben deinem Fuß abgestellt. Die Handstellungen können hier variieren. Deine linke Hand ist senkrecht nach oben über deinen Kopf gestreckt, als Fortsetzung deiner Wirbelsäule. Dein Blick, wenn angenehm, geht zu deiner Hand. Atme in der Endposition einige Sekunden lang. Sollte die Position zu anstrengend sein oder schmerzhaft, löse langsam auf, indem du mit der nächsten Einatmung wieder den Oberkörper erhebst und langsam deine Beine streckst. Wiederhole den Seitbeugewinkel zur anderen Seite. Achte hier auch wieder darauf, dass die Handposition bzw. die Arme variieren können. Wie du hier siehst, stütze ich mich auf meinen Oberschenkel ab. Löse die Position auf und komm kurz in den Stand, um deine Beine zu lockern. Spreiz nun wieder deine Beine so gut wie es geht, hier ein bisschen weiter und drehe wieder die Füße wie in der vorangegangenen Übung um 90 Grad bzw. 45 Grad ein. Trikona Asana ist die Dreieckhaltung. Fasse dabei mit der Hand entweder deinen Fuß oder setze deine Hand auf den Boden ab. Strecke deinen linken Arm nach oben in Richtung Decke. Und schaue mit deinem Blick in Richtung Hand. Löse die Übung auf mit der nächsten Einatmung. Drehe dich nun nach links und wiederhole die Übung auf der linken Seite. Löse auch Trikona Asana auf, indem du mit der nächsten Einatmung zunächst wieder den Oberkörper hebst. Im Stand kannst du nochmal für einen Augenblick nachspüren und die Beine lockern. Trikona Asana als Variation kann auch ausgeführt werden, indem du nun deinen Oberkörper noch ein bisschen tiefer senkst. Dazu spreiz wieder deine Beine, drehe die Füße ein, einatmend erhebe beide Oberarme, beide Arme auf Höhe des Oberkörpers, ausatmend, sinke so weit es geht nach unten, dass beide Beine durchgestreckt bleiben. Nun setze deine Hand auf den Boden ab. Dein Arm geht nun jetzt nicht nach oben, sondern als Verlängerung deines Rückens über den Kopf. Schaue, wenn du magst und wenn du deine Balance noch halten kannst, mit dem Blick in Richtung deines linken Armes. Halte wieder hier einige Sekunden lang und löse mit der nächsten Einatmung dieses Asana wieder auf. Wechsle anschließend die Seite.
Beende Trikona Asana wieder im Stehen und spüre auch hier nochmal einen Augenblick nach, wie sich beide Seiten anfühlen. Zum Ausgleich wiederholen wir wieder die Zwei-Arm-Hebung. Einatmen, hebe beide Arme über den Kopf, lass die Schultern sinken, atme aus. Mit der nächsten Einatmung gehst du jetzt nun in die Seitbeuge nach rechts, ausatmen, kommst wieder in die Mitte zurück. Wiederhole noch ein bis zweimal. Komme nun mit der nächsten Ausatmung wieder zur Mitte. Atme tief ein und ausatmend beugst du den Oberkörper so weit vor, dass du deine Füße bzw. den Boden fassen kannst. Lass den Oberkörper einen Augenblick lang hängen und komme dann über die Hocke zurück auf die Matte in den Sitz. Im Sitzen kannst du nun nochmal deine Wirbelsäule etwas strecken. Dazu kannst du entweder deine Schultern kreisen oder aber auch im Sitz wieder die Übung vom Beginn der Stunde wiederholen. Das heißt, gehe dann mit der Einatmung in die Seitbeuge über, ausatmend wechselst du die Seite. Als Ausgleich zu den vielen Seitbeugen wollen wir nun Nadelöhr-Einfädeln üben. Es ist eine Übung, die hier lediglich dem Ausgleich dient und die ich persönlich als sehr angenehm empfinde. Dazu kommst du nun in den Vierfüßlerstand, beugst deinen Oberkörper so weit es geht nach unten, fädel nun deinen rechten Arm unter dem linken hindurch, lege deine Schulter auf die Matte ab. Verweile einige Atemzüge, genieße diese leichte und angenehme Drehung in der Wirbelsäule. Wechsle anschließend die Seite. Komme erneut in den Vierfüßlerstand und lege dich dann anschließend für die Entspannung in die Rückenlage. Lausche in der Endentspannung in Shavasana liegend dem Knistern des Feuers. Stelle dir in deinen Gedanken ein warmes, knisterndes Feuer am Kamin vor. Beobachte dieses im imaginären Zustand und folge in den nächsten 5 bis 10 Minuten diesem inneren imaginären Bild. Wenn deine Gedanken in der Endentspannung abweichen, dann konzentriere dich erneut auf den Atem.
Beginne nun mit kleinen Bewegungen deiner Füße und deiner Hände. Öffne deine Augen und ohne einen Punkt zu fixieren, lass einfach Licht einströmen und komme langsam wieder im Raum und in der Zeit an. Wenn du soweit bist, setze dich gerne auch noch mit geschlossenen Augen in den Sitz auf. Bringe die Handflächen zueinander, mit den Händen zu deiner Brust, vor dein Herzchakra und verbeuge dich vor deinem inneren Selbst für diese Stunde Yoga.